Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch, Version 1.3. Wir werden jetzt noch die Kühe noch versorgen, das heißt, die Kühe kriegen Stroh und die Schweine hier kriegen auch Stroh. Das heißt, wir werden mal losdüsen und einen Hänger holen, den gelben und dann, oder den roten. Ich glaube, der rote Traktor, glaube ich, dran. Dann können wir den hier lassen. Lassen wir mal hier. Ich glaube, der ist ein Traktor dran am roten Hänger. Der passt nämlich gut rein, der rote. Oder gerade so. Dann haben wir hier stehen, den brauchen wir nicht Futter für die Schweine. So. Wir steigen mal hier ein. Irgendwo. Tja, wir sind jetzt bei und für deine Kühe. Mais habe ich kurz unterbrochen, weil ich gesehen habe, die Tiere brauchen jetzt Futter. Die Schweine habe ich nur versorgt, auch gleich sauber gemacht. Und da ist der rote Hänger da. Packt doch nicht. Dann habe ich den auch genommen zum Düngerstreuen wahrscheinlich. Tja, die Wiesen sind gedüngt. Natürlich hoffe ich, dass wir einmal wachsen. Jetzt haben wir 20.35 Uhr. Jetzt gehen wir auf die höhere Geschwindigkeit. Das haben wir gestern später gemacht und heute waren wir früher. Ein bisschen auszugleichen. Die Kühe werden deswegen nicht verhungern. Denn das ist ja noch halb voll und dann machen wir halt den Rest voll. Ne? Aber die Schweine waren schon knapp und das, besser, wenn die was haben zum Fressen. Ne? Deswegen habe ich sofort eingegriffen. Bumm. Das war ja wieder mal bombastisch. Aber wir kommen ja wieder hoch, ne? Das ist ich weiß nicht, wie das, ob es reell überhaupt so gehen würde. Keine Ahnung. Na gut, ich habe mal gehört, hier, wenn die am Hang fahren, dass die quer auch mal umfallen können. Deswegen haben die ja so einen Überschlagbügel. Weil es früher da mal Tode gab an erster Tower, ne? Also da, wenn die überschlagen, dann ist es gefährlich, weil das ja eine gewisse Tonnen vorhanden sind. Und die heutigen haben ja Kabinen und dann ist es grundsätzlich mal geschützt, wenn sie angeschnallt sind. Wenn nicht, dann fliegen sie auch irgendwo hin, ne? So, wir haben jetzt Futter holen, Mischfutter, eine Ladung oder auch zwei. So, hauptsächlich kommen wir auch im Stall rein. Ich glaube schon. So. Hier vorne die Lage muss aber gut sein, können wir reinbringen hier und dann können wir mit Heu und mit Stroh müsste ein und da sein. Also das Hardpad ist glaube ich die Lage. Stroh ist noch voll und Heu ist auch noch gut gefüllt. Das heißt, sobald wir Dings haben, also die Lage ist ja da, aber ob der Hänger, der ist da drüben, den können wir gleich mal. Jetzt sind wir es nachts zu schnell fahren, wenn wir gucken, dass wir das hinkriegen, ne? Dass die BGA zur Arbeit hat. Ja, ist leer. Gut, die Silage reicht sowieso für längere Zeit. In Anführungszeichen. Das heißt auf wir würden dann halt heute ein bisschen weniger und morgen auskriegen, weil so viel haben wir gar nicht da, dass wir sagen können, wir können jetzt jeden Tag maximal abgreifen. Da liegt aber schlattweg im Wege, ne? So, wie gesagt, die Heuballen, die nimmt die Vegan normalerweise nicht an. Nehme ich mal an. Kann mich auch irren. Den Rest nehmen wir halt morgen mit, ne?
Ich muss mal gucken, dass wir die Silage, die wir zuerst hatten, zuerst nehmen und dann die andere zum Schluss. Das ist die letzte Silage von letzten Wiesen. Kann ich jetzt vorbeifahren, das macht nichts, weil wir voll sind. Sonst wäre das ärgerlich. So. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und. Na, wie die U drücken. 2, 3. 3 und Z. So, gut. Jetzt hat die auch Silage. Jetzt können wir sagen, um 0 Uhr können wir noch ein bisschen einmal ein bisschen Geld kriegen. Wir hätten auch so Geld bekommen, aber so kriegen wir mehr. Motor ist aus. Junge, der Motor ist wieder ausgegangen. Ja, jetzt kriegen die Kühe ihr Futter. Dann eher Wasser und dann eher. Ja. Fertig. Und dann bin ich auch pausenbedürftig. Schauen wir mal, ob der reinpasst. Ich war, glaube ich, sicher, der reinpasst. Der gelbe war knapp. Da hatte ich mal Probleme gehabt. Das war. Das ist haarscharf. Schon die Kühe, wenn ich schlafen stellen muss. Und das ist hier auch wichtig, dass er nicht nach oben kippt. Nach oben kippt ist nämlich kein Platz oben im Dach. Da würde er springen wie ein Bock. Oder misst gleich schon an, ne? Ja, da wird man sehen, wir können noch ein bisschen noch einen BGH reinbringen, aber der bringt nicht viel. Das bringt nicht viel. Finanziell gesehen. So, einen kriegen wir noch einen, glaube ich. Irgendwann ist voll, dann müssen wir nur entsprechend entsorgen, ne? Wenn wir mal sehen. Schweine haben Gülle, die Kühe und die anderen auch Mist. Ja, mal sehen. Das hinkriegen. Also ich wollte so nebenbei den anderen holen. Ja, kannst auch vergessen. Naja, machen wir nächste Woche, ne? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch locker. Die Tage im Herbst, da können wir noch locker Raps auch sehen. Das ist auch ein Tag also ich und. Und ja, nur zwei kleine Felder in Anführungszeichen. Das sollte nicht das Problem sein. So, den Rest kippen wir ins Lager rein, wenn der Rest bleiben würde. Schönes Licht am Hof hier, schön hell. Das gefällt mir. Ja, das ist schon fein. Also BGH 250.000, das ist schon fast 250.000, das ist gut. Da kommen wir da schon näher, also was wir denn noch kaufen wollen zum Winter. Trikale, wie gesagt, können wir verkaufen, sobald der Preis passt. Jetzt bin ich doch so dicht am Tor ran. Ich will mal kurz abhängen. Ein bisschen mehr in Mitte fahren, ne? Wäre klüger, ne? Ich möchte gerne noch die heute noch Stroh geben und Wasser. Wasser könnte ich gleich geben. Das geht zum Glück nebenbei. Habe mir so gedacht, hat nicht reicht. So. Ich wollte noch Stroh fahren. Stroh fahren war für mich wichtig. Was ist mir passiert?
Na gut. Aber da lenkt sich so komisch. Beziehungsweise er will nicht irgendwo. Ah. Na, jetzt geht's. Dunkel ist es hier. Das ist immer eine gute Arbeit, die kann man am Hof machen, hier füttern und so. Da haben wir Licht. Um Acker ist es ein bisschen schwierig. Weil das eine oder andere Gerät an sich zu wenig Licht hat. Ne? Aber die arbeiten normalerweise auch nicht nachts. Ne? Beziehungsweise eine Ernte schon. Also während der Erntezeit wird auch nachts gearbeitet. Wenn das Wetter entsprechend zulässt, ne? Also muss auch trocken sein. Getreide muss trocken sein. Wenn die Feuchtigkeit zu groß ist, dann geht's nicht. Dann ist es ungünstig. Spätestens dann, wenn es zu nass ist. Ne? Also wenn es richtig nass ist, dann geht es überhaupt nicht. Und man würde es auch ernten, wenn es feucht wäre, aber dann müsste man das trocknen. Das geht ja nur darum, um die Kosten einzusparen. Und wenn es aber die zeitmäßig knapp ist, dann wird auch eine Trocknung in Kauf genommen, aber Hauptsache die Ernte kommt rein. Ne? Sonnenblumen, Raps haben wir drin, Gerste, Weizen, Birne, ja Birne, dann Kies, Zucker, Mehl, Kompost, Tabak, die Kabel. Oh, Stroh, was wir übersehen bestimmt. Schweinefutter, Mist, Dünger, Stroh. Waren sie 800.000? Ja, mein Schotter ist ja voll, ne? Mit Stroh, 500.000, wenn ich jetzt mal Silage zugebe und dann eine Fuhre Heu, dann produzieren die wieder fleißig. Jetzt geht man den Schweinen gleich Stroh, aber da ist auch noch Silage, das ist gut. Aber das müssen wir auch haben, ne? Also, wenn ich so sehe, wenn wir jetzt jeden zweiten Tag so viel Futter geben müssen, mit fast 70.000 ungefähr Liter. Jeden zweiten Tag hochgerechnet im Jahr 6 Tage, das heißt ja, 140 210 280 im Jahr, also in der Jahreszeit, das ist schon gewaltig viel. Wir dürfen nicht viel verkaufen. Gut, Schweine haben Stroh. Das macht die froh. Naja, notfalls kann man ja auch noch ein bisschen was kaufen. Ne? Also zumal Stroh kriegst du gekauft, dann kriegst du Heuballen gekauft und die Ladebank ist auch gekauft. Und so. Schlimm wäre es nicht, also die Tiere werden nicht verhungern. Das passt. Mal kurz nachdenken. Wasser haben die auch gekriegt. Dann haben die alles zusammen. Also Heusilage, vergiss es, die fressen nur das gute Zeug. Gras ist eh die Weide, also von daher. So, Schweinestall haben schon kräftig gefuttert, ne? Da kannst du ja morgen wieder für loslegen. Hier kann man erkennen, dass der Stall unsere 80 Tiere hier im Hof ist. Und hier haben wir schon wieder Ferkel. 12 Kilo. 6. Wenn die 90 auftauchen, hier gehen noch ein paar rein und da gehen noch 2 rein. Ja. Den lassen wir noch stehen. Statt restliche Stroh machen wir früh. Dann sage ich heute Mama, tschüss und Winke, sind fertig. Kühe haben Wasser, die Kühe haben Futter, die Schweine haben auch Futter. Und wir haben den Tag fast geschafft. Ja, Heu. Mal gucken, wie viel Heu noch haben. Heu brauchen wir sehr viel. Also im Lager ist auch noch was drin. Hier sind es drin. Produkte, Rohstoffe. Hier haben wir kein Heu mehr drin. Mehr. Das haben wir im Lager, ich glaube 500.000.
500.000, ja. Na, so viel ist gar nicht mehr. Also, wenn wir nochmal Gras haben werden, müssen wir Heu machen. Ja, hier nochmal Tschüss und Winke. Danke fürs Reinschauen. Man hört und sieht sich dann, also ich persönlich, in einer Woche. Ihr dann morgen. Tschüss.